IB gegen Basel, Schweizer Meister gegen Tabellenzweiter und das große Aufeinandertreffen der beiden Top-Torschützen der Saison. In Gelb-Schwarz Jean-Pierre Nsame, 18 Tore. Ihm gegenüber Arthur Cabral in Rot-Blau, auch er hat bereits 18 Mal getroffen. Los geht's, Showdown im Wankdorf. Und bei diesem Kräftemessen zeigt sich Cabral zunächst bissiger. 9. Spielminute, langer Ball von Tschömmert auf eben diesen Cabral. Gleich wieder der Brasilianer, strammer Schuss und erste gute Möglichkeit für die Basler. Und da brauchte es eine starke Parade von Balmos, um hier nicht früh in Rückstand zu geraten. Beide Mannschaften zeigen sich zwar bemüht, aber echte Torgefahr entsteht hüben wie drüben nicht wirklich. Abischers Abschluss zischt über den FCB-Kasten. Ja, wirklich viel Aufregendes kriegen wir in diesem Prestigeduell bisher nicht zu sehen. Leidtragend sind nicht nur die neutralen Fußballfans, sondern auch Schiedsrichterassistent Sladan Josipovic. Immerhin, es wird besser, versprochen, denn die Nachspielzeit, sie bricht gerade an, als Ibe nach vorne stürmt mit Nsame, Mambimbi. Abischer zieht ab und es scheppert den Pfosten. Michel Abischer mit der besten Berner Chance im ersten Durchgang. Tore aber fallen keine. Cabral und Nsame konnten also noch nicht die ganz großen Akzente in Halbzeit 1 setzen. Nach dem Seitenwechsel ist der Schweizer Meister sichtlich bemüht, hier am Resultat was zu ändern. Die Berner, sie machen Druck. Eine knappe Stunde ist absolviert. Felix Mambimbi zu Nsame. Jean-Pierre Nsame haut knapp über den Querbalken. Eine tolle Kombination, die ein Tor verdient gehabt hätte. Schönes Zusammenspiel der Berner am Basler Strafraum, welches am Ende dann aber nicht belohnt wird. Der Druck des BSC Ibe nimmt nun aber stetig zu. Sie kommen über die Flügel. Maceras mit der Flanke. Fasnacht mit der Direktabnahme und der Ball. Der geht rein. 71. Minute. Ibe führt mit 1:0. Quentin Maceras findet Christian Fasnacht. Der Ball setzt auf und fliegt dann über Heinz Lindner ins Netz. Ja, und jetzt geht so richtig die Post ab. Martins luchst Palacios den Ball ab. Tempo ist hoch. Ibe kommt mit Mambimbi. Wieder Martins. Voilà. Schon steht es 2:0. So einfach kann es gehen. Nun haben wir die Unterhaltung und das Spektakel. Doppelschlag innerhalb einer Minute 28. Auch dank gütiger Mithilfe des FCBs. Ibe agiert gnadenlos. Christopher Martins mit seinem zweiten Saisontreffer. Basel findet auf die zwei Treffer keine Antwort mehr. Ibe gewinnt und zeigt vor allem eine bärenstarke zweite Halbzeit. Für den FCB ist es die erste Niederlage unter Trainer Patrick Rahmen. Ja, und das Duell Cabral gegen Nsame endet unentschieden. Der Kampf um die Trophäe des Torschützenkönigs geht also in die nächste Runde.